Guck, wenn wir jetzt nur von Weitem. Ist es natürlich eine andere Farbe. Das ist jetzt nicht der beste Wald für das. Trotzdem feiere ich das, weil es so dezent ist. Es ist so trotzdem unscheinbar irgendwie, weißt du? Ja. Und das Bike, wenn es liegt, auch. Ah, das wollte ich noch sagen, guck. Was? Hier ist das hinne. Du machst quasi ober und unten fest und hier machst du am Rücken. So haut der nicht ab. Ich habe so Dinge auch schon verloren früher. Ja. Habe ich beim Fahrrad, weißt du, bin Fahrrad gefahren, hab's über den Rucksack drüber, der Rucksack ist flach gelegen und dann ist mir halt durch den Fahrtwind, trotz dass man so zusammenzieht, weggeflogen. So kann das nicht passieren. Bringe Spannung, oh ja. Und dicht ist es, guck, da läuft das Wasser nicht ab, muss ich gerade mal andersrum hängen. So. Jetzt mach ich gleich schief und dann komm auf Tour. Guck nur, dass man mal noch sieht, wie nah der Weg ist. Also der Hauptweg. Und bis jetzt zwei Autos. Wie gesagt, der weiße Lieferwagen. Heute Morgen und gestern Nacht noch. Oder bevor es Fischte wurde, war so ein Pickup, also Förster. Also guck gerade da. Jetzt mal gucken, stealth-technisch. Weil der ist flacher. Man denkt, der geht tief, aber man hat den gut gesehen. Ja? Ja, da musst schon gucken. Jetzt kommen wir auf den Weg und da gucken. Aber ja, man sieht es schon. Wenn man will. Ja, und jetzt, ihr habt den Vorteil mit dem Weitwinkel. Mit dem Weitwinkel sehe ich da sicher nichts. Ich sehe es jetzt selber nicht. Ah, hier ist es. Ja, so. Muss hier nach. Ja, also, guck mal. Es ist eine super Farbe. Guck mal, wie ein Baum ist. Guck mal, die ist doch wie jetzt der Baum. Wenn man das sieht. Also richtig geil, guck, und hier voll, ja, neckermännisch. Jetzt können wir mal so. Ich glaube, ich fahre morgen eh so, oder so, ja. Ja, wenn ich was Spannendes finde, schalte wieder ein. Mal da lacht mich das Moos an. Guck schon, Täubling. Oder war es ein Fliegepilz? Aber ich glaube, Täubling. Hätte genau gucken müssen. Ja. Also spannender wird es erstmal nicht. Ich schalte ab. Guck, schönes Beispiel für falsche Pfifferling. Die leuchten einem auch ein wenig so an oft, aber du siehst, die sind so labrig, die sind. Ja, der Stiel, so den. Also, wenn man sie kennt, kennt man sie. Aber das ist jetzt hier alles voll. Da denkt jetzt vielleicht einer von der Ferne oder wo sich nicht auskennt. Oh, geil, Pfifferling. No. Also, ich glaube, die wären nicht mal giftig, aber die sind. Ja, ja, ungenießbar. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es mal probiert. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich habe schon so viel probiert. Und also, ich bin kurz noch so vor. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, so, Monai. Guck nur, ich war jetzt ja gerade da, wo ich dann gesagt habe, Monai, die falsche Pfifferling. Und das ist halt, die sind halt oft beieinander. Das sind echte. Guck mal, wie schön. Und ich habe bewusst nur, ich habe so zwei kleine Säcke. Im einen waren ja die Birne drin. Und ich habe jetzt haben wir ihn verloren, oder? Nein, hier haben wir ihn. Bewusst nur der Kleine mit. Ah, guck hier. Das ist ein Satanspilz. Sagt sie. Also kein Hexenröhrling, sondern der ist giftig. So mit No Take. Und die, guck mal, nebenan. Oh, die gut, no gut. Aber ist wunderschön. Ich feiere den. Guck mal, wie schön der ist.
habe ich auch noch gerade zwei Pilzsucher, die sind jetzt gerade da. Hätte ich noch gar nicht gefunden. Ja, und ich habe gesagt, ja, gestern habe ich viel gefunden. Ja, und jetzt, ich suche jetzt erst, oder ich suche ja nicht mal, ich laufe herum. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ja, er hat es auch gewusst, dass es viel falsche Pfifferling gerade schon gibt. Und ja, aber halt auch good ones. Ja, und hier sieht alles wegen so Pfifferling nicht aus. Weißt du, und wo Ziegenbad ist, ist auch. Oder Heidelbeere, die mögen, glaube ich, halt auch sauer. Saure Böden. Ja. Aber siehst du, das freut mich. Das sind jetzt quasi klar, gestern mit deinen Camper, die waren ja so, aber jetzt im Wald war jetzt das die erste Begegnung, jetzt mal abgesehen von den Autos. Glaub, ja, gestern nichts. Jetzt die zwei und der Jogger. Ja, siehst du? Bisschen. Also, es ist wieder, der Weg ist, glaub, wieder hoch frequentiert. Guck, und sowas laufe ich dann immer. Das lädt doch, da muss man doch, das lädt doch so ein, oder? Und egal, ob jetzt da was ist, das ist so idyllisch. Da könntest du jetzt hier, aber das leitet auch dann hier mich jetzt lang, komischerweise. Also, ja. Weißt du, wie schön es ist? Da brauchst du jetzt kommt Pilz finden und es ist erfüllend. Und was sehen wir da? Ah nein, Blatt. Und Blätter findest du aus, ist? Ist kuschelig. Also. Guck, und das ist halt auch oft so. Ich habe noch gestern gesehen, wie viele Heidelbeere hier, alles voll mit Heidelbeere. Nicht eine dran. Also auch vielleicht da ein wenig schattig, oder? Ja. Ich muss jetzt, ohne Scheiß, muss jetzt langsam machen. Es ist schon wieder vor der zweiten Karte, ist schon so viel wieder weg. Das ist der Koffer, eigentlich. Unglaublich, wie sich das bei mir, weißt du, ja. Dann sehe ich halt sowas oder wie jetzt der Weg runter, dann sage ich das halt, oh, ja. Und das finde ich auch schön, manche sagen, oh ja, das macht es gerade aus, weil man ist dann wie live dabei. Und so ist es, ihr seht, da war ich jetzt noch nie und da laufen wir jetzt auch. Man ist live dabei, ja. Dauert zwar ein wenig lang, aber dafür live. Ein Beautiful. Ah, guck mal, schön. Schön. Und wie es hier Bachhalde geht. Also bergab. Guck, und das sieht komplett pfifferlingig aus. Also da würde mich nicht wundern, wenn wir uns da wieder ein paar finden. Und wenn nicht, no problem. Oh, irgend so ein komischer. Kenne ich nicht. Wieder weg, jetzt habe ich die nochmal gehört. Stealth. Ja, die sind da vorne. Und das ist auch gut am Stealth. Wie das Sprichwort, die bestverschlossene Tür ist die offene Tür. Wenn du dann, weißt du, dich versteckst oder so, dann denkst du, oh, der macht geheime Sache. Aber wenn du ganz offen, ja, du, ich bin ja ganz normal im Wald, in der Pilz, dann ist das genauso stealth, weil, ja, so, weil, wenn mich jemand trifft, jetzt selbst mit dem, weil ich ja nichts raushängen habe, da denkt keiner, dass ich übernachte. Und wenn einer denkt, ist ja auch ganz scheißegal, ist doch legal, ich mache ja nichts, Böses. Also. Und das ist halt, hier habe ich das gerade beendet, hinter einem fetten Baum. Und deswegen schalte ich schon wieder ab, weil ich habe doch noch gesagt, guck mal, das sieht doch so aus. Und was für ein Prachtkerle wieder.
Oh, es sind wieder mehrere. Geil. Ah. Und es, die leuchtet einen so positiv an. Ich liebe dieses Gelb. So Richtung Ockergelb. Guck mal. Ah. Oh, guck mal, es sind sogar wieder 3, 4. Mmh. Mmh. Aber immer ein wenig zu. Das heißt, man soll zumachen, dass, wenn es dann warm wird, dass der Pilz nicht vertrocknet. Ohne das Myzel. Oder wie es heißt. Also, geil. Ich tue dann immer, das filme ich ja meistens nicht, nur so, den nehme ich jetzt gerade so, wie er ist, das eventuell wegwische und wenn es dann bleibt, bleibt es dann. Weißt? Also, das ist so, so fliegt er rein. Und ich gucke oft noch, manchmal sind bei manchen Stellen sind hier so kleine Insekten. Guck mal, hier ist eins. Das ist ein guter Vorführeffekt. Dann sehe ich es und dann pushte ich das weg, so dass es vegan bleibt. So, also, so mache ich das. Bin nochmal einen halben Schritt zurück. Ich lief so. Und das ist das Schöne, die Überraschung. Jetzt ist doch das echt wie so Osterei, oder? Wenn du das. So. Oder wie geil ist das? Und das ist auch zum Thema, wenn immer gefragt wird, wo sammelst du Pilze? Und ich bin da nicht so, wie manche sind ja so ganz strikt, oh, das darf man keinem verraten. Ich habe viele Plätze schon auch erzählt. Oder Kumpels oder dann ungefähr die Gegend, weißt du? Aber es nimmt einem doch die Spannung. Guck mal, du siehst doch, ich war hier auch noch nie. Man läuft, nimmt auf, ja? Man läuft. Und selbst wenn nichts findest, ist doch schön. Also man nimmt doch die Spannung. Gang doch raus und selbst wenn nur ein Pilz findest, war es doch eine geile Wanderung, weißt? Also und mit der Zeit kriegt man auch ein wenig Gespür und dann findest du so Plätze. Guck, hier geht es ja gerade Witter. Guck mal, hier voll alles. Guck mal, das ist so ein Paradebeispiel. Also, ich war hier auch noch nie. Dem Gespür nachgehen, mit der Zeit fügt sich das. Und klar, es gibt Gegenden, da ist Pfifferling halt nicht so, dafür gibt es da dann andere Pilze. Weißt? Guck mal, hier ist alles voll. Ja. Was ein geiler Fund. Und es freut mich dann so, weil es so ausleuchtet. Weißt du, aus dem, guck mal, ja. Da unten auch, guck mal, ein großer wieder, zwei groß. Guck mal, hier, ja, guck das. Das sind, es ist gut, dass ich nur den kleinen Sack mitgenommen habe, sonst steht die da wieder. Ja. Das ist ein. Oh ja, sorry. Okay. Rück mal kurz. Ja, nee, war nix. Alter Kacktrick. Das habe ich mal gemacht. Waren wir auf so einer Rocknacht. Das war die Zeit, wo ich nichts getrunken habe. Ich bin dann nämlich dann nachher noch gefahren, weil die Mädels haben auch Kumpel gesoffen und die Mädels. Und haben halt so zwei nette Mädels kennengelernt. Und haben gesagt, gehen wir noch zu denen, sind wir noch zu denen. Und ich bin halt dann mit, er hat glaube ich das Auto Staulau und wir sind dann mit, oder Anni konnte auch noch fahren, ich bringe es gar nicht mehr so zusammen, aber auf jeden Fall sind wir dann so gelaufen durch die Stadt, oder halt, es war ein Singen. Und jetzt fange ich vorne wieder an. Dass ich, ja, die Durchgang, wo der Sack ist. Dann sind wir durch Singen halt so gelaufen oder halt von in die nächste, das war geil, so Musiknacht, wo in einer, guck, und da wieder ein falscher, wo in jeder Kneipe, du hast einmal Eintritt zahlt, hast so ein Bändelkit und dann war in jeder, ja, einmal zwar Bluesband, einmal Metal und so, verschiedene Sachen, Irish und so, und war geil. Und dann sind wir halt so gelaufen und den trägt man so lang und dann halt so, sind wir halt so gelaufen und dann halt geschwätzt und ich so, ey, ruhig mal. Und lass halt an fahren, weißt du? Und der Kollege, der normal auch da offen ist, der ist auch Rustlig eigentlich. Mir sagen Rustlig dann. Der hat ihn nachher gesagt, hey, du spinnst doch, wieso hast du. Weißt du, aber wenn sowas nicht bringen darfst, dann kann. Aber wir sind ja mit denen noch mit, aber wenn sowas nicht bringen könntest bei Mädels, ja, also dann du, weil irgendwann immer diese Schokolade, ja, ich zeige nur meine Schokoladeseite und ist ja noch witzig, weißt du, noch witzig verpackt in. Ruhig mal kurz. Ich rück mal kurz, weißt du, so. Und dann gut, dann, wie gerade, halt, ja, also,
Das habe ich schon mal in einem Video gemacht, aber da ist der Trick verreckt, da kam nichts richtig aussi. Also, jetzt wird schön, und das tue ich dann so genüsslich sammeln, es wird schön eingesammelt, aber so als Zeremonie, nicht so schnell, schnell wegschnibbeln, sondern so genüsslich, wie Ostereier, so genüsslich einsammeln, geil. Guck, und wieder, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die auch gesehen, bin ja dann halt so, die habe ich jetzt gerade ich gesammelt, dann guckst du nur so hoch und wieder, weißt du, der voll versteckt, wo ich erst gar nichts gesehen habe, der, dann da. Ja, und vor dem, ey, ruhig mal kurz, und dann musst du natürlich danach auch sagen, ah nee, war nix, weißt du, nee, ich hab mich verhört, da war nix, na geil, geil, wie geil. Ah ja, das ist mein Bruch. Ja, schön. Ja, ja, und da, ich gange jetzt morgen, somit nehme ich die mit und ich trockne dann daheim. Weißt du, dann habe ich habe immer für den Winter noch. Ja. Ah ja, so schön. Also, guck. Ah ja. Weißt du, wenn da noch weh, deswegen an so einem Platz, das musst du auch genüsslich und langsam machen, weil erstens entgeht dir keiner. Und zweitens macht's, ist so, ja, ist das noch so was Besonderes und nicht, jetzt gibt's hier ja so viel, weißt du, viele wird das dann, ja, wenn es dann zu viel ist, oh je, oder weißt du, oder dann nur noch so, ja, so gierig einsammeln, und das mag ich gar nicht, ich genieße das. Und für die, wo nicht so gern ins Gestrüpp gehen oder am steilen Hang, oft ist gerade so am Weg, weißt du, ganz normaler Weg, immer so am, ja, das ist so oft, guck, hier wieder. Ja, und mal mehr, mal weniger. Es gibt aber dann Stellen, wo dann nichts ist oder so. Aber ja, guck. Haja da oben, fette, weißt du, hat auch fette dann, je nachdem. Ja, jetzt nur, weil du musst eben nicht nur so, guck mal hier. Guck mal, wie die geil wachsen, der wächst Kopf über. Ja, kleine, ja, auch wenn kleine, aber guck mal, das Tätsch, jetzt nur, und jetzt, es war jetzt nur Vorführeffekt im Positiven. Also, Kasi, da läuft noch viel mehr. Also, ja, deswegen. Und oft, nicht nur auf so, also manchmal an richtig so, wie heißt jetzt die, ach, guck hier, habe ich gar nicht gesehen. Die haben wir nicht gesehen. Ne, die haben wir nicht gefilmt, oder? Selbst an so richtige Waldweg, weißt du, geschotterte, ist oft so am Hang finste. Klar, die sind am schnellsten weg, weil da am meisten Läufer sind. Aber wie viele Wanderer oder so, die kennen sich nicht aus, die interessieren sich null für Pilz und die lassen sich stau, weißt du? Oder denken, ah ja, dangerous, okay. Ja, und dann ist es auch besser. Also, guter Tipp. Und zweimal gucken lohnt sich. Das ist jetzt da, ich habe ja vorher beim da oben Filme, beim ersten Mal, beim zweiten Mal wieder andere entdeckt. Der war jetzt so, den hast du kaum gesehen. Hier, auch ein wunderschöner. Und hier, also denk tiefer jetzt, weißt du? Also, ist geil. Und siehst du, da unten sind auch noch. Die, also, wenn man dann, noch wenn guckt, ein Platz, Kasi, du, es langt fürs Abendessen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, den habe ich, glaube ich, gefilmt. So, aber den da oben, glaube ich, auch nicht. Weißt du, so, also, geil. Ich filme gerade auch noch kurz, die so schräg gewachsen sind, weißt du, so wenn gewackelt, guck mal, erst noch ein langer Stiel, also erst noch eine schöne Ausbeute und gerade, ja, so die Kleine lässt man dann, weißt du, die will ich nicht, den nicht. Also, ich könnte jetzt alle laufen, weil ich genug habe, aber ich verschenke dann immer im Nachbar, der nimmt gern und wie gesagt, dann trockne ich und im Winter oder das ganze Jahr, ich habe jetzt noch von letztes Jahr. Muss man wieder essen. Ja, jetzt ist sie frische. Jetzt ist sie frische, aus politisch korrekt. Man unerpass sieht, und ist meistens so steil, also man sieht so, weil die ja oft dem Wasserlauf folgen, gang ich gerne hoch. Oh, guck mal. Jetzt bin ich nur, den habe ich ja von unten gar nicht gesehen. Ich muss jetzt nicht mal ganz hoch gehen. Ist also nur jetzt halt so, wenn ich gucke. Guck mal, wie. Was ein Prachtkerle. Oh. Weißt, aber oft hat es halt dann, wie, guck mal, hier, Luther Klein, hier wäre wieder, hier, guck mal, hier. Also, es rentiert sich dann auch, das ist ein Blatt,
oft einfach ein wenig hoch. Oder dem Lauf folge. Manchmal sind sie auf einem Weg, wo abfallend ist. Und weil die Spore sich übers Wasser dann verbreiten, lauft man dann ein wenig hoch oder ein wenig runter, je nachdem, wo man anfängt, und findet wieder, weißt du? Also. Und jetzt hier war jetzt unten nichts, aber das ladet auch ein und jetzt könnt ihr, da wäre auch wieder was, weißt du? Also, ist geil. Und wenn nicht, guck mal, wie schön. No problem. Und wenn es nur ein Pilz ist, verfeinert er die Suppe. Es ist schon wieder ein Hit. Ich bin der Hit, ich brauch nur 3 Minuten. Willst du mit mir kommen, dann musst du dich sehr sputen. Du brauchst viel Ahnung vom Blasen und vom Tuten. Ich bin der Hit, ich brauch nur 3 Minuten. Geile Song. Du sagst, du hättest mich gern ein wenig länger. Doch auf dem Gipfel wird's mit der Luft ein bisschen enger. Ich bin ein Hit mit allem Drum und Dran. Und ich sag dir, Baby, auf die Länge kommt's nicht an. Ich bin der Hit. Ich brauch nur, oh, guck, 3 Minuten und innerhalb 3 Minuten gefunden. Willst du mit mir kommen, dann musst du dich sehr sputen. Geil, gell? Ich habe Sack und jetzt alles der Liga. Da wieder. Du brauchst viel Ahnung. Oh ja, komm. Vom Blasen und. Ja, die lasse jetzt aber. Alle wenn klein. Und der, weil die aus. Ja, da würde ich jetzt auch zerstören. Und dann, wenn jetzt gar keinen gefunden hätte oder so, dann würde ich auch die nehmen, klar. Und selbst wenn man manchmal dann langsam zurückläuft, der zwar auch nicht, siehst dann, weil du dann vom anderen Ding kommst, das siehst du wieder bei, weißt du? Ja, geil. Du brauchst viel. Ah, guck, nee, das sind falsche wieder, gutes Beispiel. Ja, ja. Also. Mit allem Drum und Dran. Und ich sagte, auf die Länge kommt es nicht an. Guck mal, den haben wir auch nicht gesehen, oder? Den nehmen wir mit. Oh ja. Und es ist schön, wenn die so einen fetten Stiel haben. Und jetzt haben die falschen Pfifferlinge gar nicht, den so einen labrigen, dünnen. Weißt du, und auch der Übergang zwischen, das sind ja Leiste, glaube ich, sagt man, bei deinen Leiste. Und nicht Lamelle, wie bei, sondern Leiste. Und bei dem ist da alles schwabbliger beim Falschen, weißt du? Gipfel wird's mit der Luft ein bisschen eng. Das ist so geil, ich bin dein Hit mit allem Drum und Dran. Und ich sag dir, Baby, auf die Länge kommt's nicht an. Also, see you. Und das hat auch, warte mal, irgendwo habe ich mal gesagt, wo ich den Schwanz verklemmt habe oder halt die Eier wegen so. Ich sagte, ich habe einen langen Schwanz. Ich habe einen neutralen. Ich habe keinen langen Schwanz oder nicht übernormal lang. Oder nein, ganz normal. Aber so, man macht ja gern so einen Spaß. Oh, scheiße, mein langer Schwanz wieder. Oder, hey, wie das sei immer so, Raslik. Hey, ich für dich, spuß mich immer auf meinen Leder. Also auf Deutsch, ja, echt unverschämt. Oder echt, ja, scheiße, die Mädels gucken mir immer auf meinen Schwanz, weißt du? Scheiße, ja, echt kacke. Irgendwann nervt es halt dann, gell? Also, ciao. Nur, hier waren wir gerade zum. Und wenn man sich keiner Mühe scheut oder halt noch gleich wegen Witter guckt und dann muss. Oh ja, guck, der Sack ist schon voll. Dann muss halt wegen runter und wegen durchs. Weißt du, hier wegen. Hast du halt Äste im Gesicht, oder? Ja, ja. Dann hast du wieder, guck mal, 2 wunderschöne. Wunderschöne. Guck mal. Und schon. Die sind schon so clean und sauber. Ja. Und zum Glück ist oft gibt's die kleinen Viecher nicht. Weil ich hab schon, das scheißt mich dann an, wenn ich dann daheim putze,
Und ich putze ja nicht mehr, aber ich überprüfe da nochmal, bevor ich es in die Pfanne mache. Dann habe ich schon so kleine. Und dann, wo machst du sie? Dann mache ich sie halt in den Garten oder aus dem Fenster raus. Unten ist auch so ein Ding. Und Grünzeug. Und dann denke ich aber, nein, die sind eigentlich, sind die hier. Oder die liebe Pfifferling, weißt du? Das ist dann, ja, dann habe ich die quasi entführt. Ja, da denken viele wieder, ich spinne. Aber es, ja, so tick ich halt dann manchmal. Oder meistens, oder immer. Also, jetzt kommen wir wieder. Ja, komm, sind wir noch live, jetzt kommen wir noch. Ich glaube, ohne die haben wir gar nicht eingesammelt, gell? Aber das, ich glaube, die große haben. Und ist ja auch das Schöne, was man übersieht, wie jetzt die Pilzgänger, was die übersendet, sehe ich, oder umgekehrt, weißt du? Die haben noch nicht einer gehabt, die werden sicher unten geparkt haben, wo der, guck wieder, Schöne, da wohl letzte Woche, wo gestern die Spanier und die anderen waren, wo ich Beule gezogen habe. Und guck, ich mach, auch wenn ich drill sie aus. Manchmal, oder früher habe ich es viel öfters gemacht, das Schneide, weil es so eine schöne Zeremonie ist. So. Aber ja, die Meinungen gehen ja auseinander. Manche sagen sogar, es ist besser, wenn man sie rausdrillt, weißt du? Ja, und dann, aber zum Super machen, weißt du, machen wir, wenn es große sind, putze ich auch ein wenig feiner, aber bei sowas schneide ich dann einfach, guck mal, das ist dann Verlust, was ja null juckt. Und, aber somit könntest du auch, weil das hat auch was, guck mal, wenn jetzt so der Start, weißt du, und du bist so dran und dann machst du, guck mal, weißt du, der Schnitt ist ja auch geil, so wenn man, ja, das auch mal wieder öfters machen, oder? Ja, und so zum Sammeln mit Kamera ist halt einfacher Usi-Drillen, gell? Oh, gut für mich. Das Abendessen wäre gesichert, es gibt schon wieder zwei Portionen. Und schön ist die Abwechslung auch. So ist typisch Pfifferling. Also so an so ähnlichem habe ich ja auch zig Pfifferling gefunden. Das ist dann auch. Ja, Meter weiß gar nichts oder so. Ja, da ein Ziegenbad, oder? Ja. Da unten sieht nach falsche aus. Ne, sind richtige. Das ist ein falscher. Das sind richtige. Guck, also allein, weil man es so scannt, wenn man so, also und deswegen sage ich es dann gern. Also es sind verschiedene Plätze, aber man, und das hätte jetzt auch sie können, ich laufe jetzt da 50 Meter und das ist gar nichts, weißt du, oder weil manchmal, und dann auch je nach, jetzt ist halt zum Glück warm und es hat ja durch Wettermanipulation war schön kalt oder hat es halt geschifft zumindest und ja, und dann war klar, jetzt haben sie Wasser und jetzt schön warm, ist klar. Das ist gut für links. Also, ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich nur die andere Richtung erkunden, weil Pilz habe ich jetzt eigentlich genug. Und ich wollte auch mehr erkunden, ich wollte gar nicht die Pilz. Aber das oft ist halt da, wo Pilz wasert, auch einladend, weißt du, so Musik, so, das ist auch so attraktiv. Und dann, weil ich wollte noch wegen die andere Richtung. Da fahre ich zwar morgen auch wegen Stuckwitt. Dann gucke ich. Es ist, ja, wir haben noch Weile hell. Ich bin somit früher verwacht, wie ich gedacht habe. Weil ich musste nur einmal pissen die Nacht. Und dann am Morgen früh bin ich einfach wacht, hätte ich auch, aber irgendwie, ja, es war nicht so dringend. Und ich bin, also war ich so, wo es eigentlich schon hell war, war ich wach und dann bin ich wieder eingepennt und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist spät. Und dann hat es ja auch das Schiffe angefangen oder wo ich dann, ich bin ja dann nochmal so ging und habe ich gedacht, oh, jetzt ist auf jeden Fall schon spät. Aber ja, der Sonne nach ist ja jetzt, ja, was haben wir jetzt der Sonne nach vielleicht? 5, 6 erst oder so. Ja. Okay, wie lang ist jetzt noch hell? Jetzt ist im, guck mal wieder. Wie lang ist noch hell? Ich glaube auch nicht mehr bis 10, halbe 10 vielleicht, du weißt es nicht. Und. Ja, ich dich auch. So ist, aber ich denke jetzt eher so. Ja, 5, 6. Also haben wir noch
gut 3 Stunden hell. Guck, jetzt habe ich den gar nicht überbrückt. Weil das wäre jetzt auch nicht schlimm, daheim schnell. Das noch dann, weißt du, das merkst du ja dann. Aber ich habe sie gern quasi schon pfannereif, weißt du. Und dann gucke ich immer nur kurz drüber, ob nicht irgendein Insekt ist, ja. Und ja. So ist es halt. Also, siehst du, zumindest der Beweis aus so Wälder. Wo jetzt, es muss nicht immer dicht. Und hier ist ja ganz angenehm zum Laufen. Oh, weißt du, das ist ein schöner. Ist das so ein Kuh, wie sagt man? Weißt du, die schleimige, wie sagt man, Kuh? Kuhhaut. Ja, der. Weißt du, ich kenn die ja alle, die Pilz von früher. Oder ich war ja seit kleines Seicher, gehe ich in Pilz, mit der Ältere halt. Ja, irgendwas mit Kuh, was? Kuh. Und sieht, glaube ich, Kuh. Zunge, na, Kuh. Weil er so labrig ist, aber irgendwie. Ja, der wäre auch essbar. But I no take. Kuhmaul, jetzt habe ich es. Kuhmaul. Könnte man eigentlich mal einen Song schreiben. Kuhmaul, oder? So, also so ein Schlager. Kuhmaul, Kuhmaul. Nein. Weil das klingt irgendwie auch scheiße. Also jetzt als Pilz, ja, also weil das so aussieht, aber das klingt dann so also so kuhverachtend. Ja. Ja. Also, guck, da ist der Weg. Da ist wieder andere. Ja, das ist halt auch im Schwarzwald. Im Prinzip gibt es schon Stücke, aber überall gibt es dann wieder einen Weg und einen kleinen. Also deswegen ist es auch no problem. Jetzt dann gehst du gleich vom Weg ab und sind wieder ein paar Pilze. Also, jetzt gehen wir noch die andere Richtung. Oh, siehst du? Deswegen bin ich da runter. Ich glaube, die wollen noch mitgenommen werden. Mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Mach nie die Tür auf, solange es nur geht. Denn du weißt nie, wer vor der Türe steht. ERV hat halt auch so geile Songs. Und nicht da nur die Banküberfall und so. Die Bekannte. Den richtig anspruchsvolle, textlich wie musikalisch. So, jetzt ist auch voll. Und ist auch witzig, mach nie die Tür auf. Genau. Weil einmal steht, glaube ich, der Gerichtsvollzieher, Mama, die Ex oder halt so. Immer, also. Macht dann auf und sieht, oh, na gut, hätte ich lieber nicht aufgemacht. Geil. Eine geile. Oder auch die Kunst, weißt du, der Song, gerade der Refrain. Die Kunst, sie ist eine Kunst, von Göttern gegeben umsonst. Von Kunst keinen Dunst, ich hab sie nie studiert und schau, es funktioniert. Oder sie macht dich selten. Von Kunst. Sie macht dich selten reich. Und wenn dann nur als Laich. Und drum nie wieder Kunst. Und das, der Refrain wird zweistimmig gesungen. Das ist der Refrain, den feiere ich so. Weil das fängt erst so, wo ich den zum ersten Mal gehört habe, denkt, die Scheibe kauft. Und dann habe ich gedacht, so elektronisch, so ganz wirr, aber geil, weil das geht um die Kunst. Das ist extra so wirr und die meiste Kunst heutzutage ist ja satanisch. Oder es wird ja gerade dieses Abstrakte und Blutige und weißt du, so, das wird ja als positiv verkauft. Auch in, weißt du, ja, no good. Und die dann das so wegen verhohne piepeln. Weißt du, und von Kunst keinen Dunst. Ich habe sie nicht studiert und schau, es funktioniert. Also, weil Kunst. Das Kunst, das passt ja, das Wort Kunst, künstlich, no good. Aber im Prinzip, was mir schaffe, wie ich auch gestern gesagt habe, mit dem Vogel, weißt du, das schöne Vogelnest. Mir schaffe ja auch wundervolle Sachen und die sind dann, wenn man es im normalen Sprachgebrauch benutzt, auch, die sind ja künstlich erschaffen, aber im Prinzip sind ja natürlich, weil man da auch was Schönes aus Holz oder irgendwie was Schönes gemacht hat. So, oder... Ja, und aber diese abstrakte Kunst, die ist ja, die gefällt keinem und nur unter Kritiker. Ich glaube, da haben sie auch sogar mal
weißt du, ein Kind hat sicher, ist noch kreativer, aber die haben halt die hat irgendwas gesuddelt und dann haben sie so Kunstexperte und haben halt so gesagt, was halten sie davon und alles so, oh, super und so, halt so, weißt du, da wird rein interpretiert und so und gerade so, auch musikalisch, guck mal, was früher für schöne Musik gab oder im Radio kommt ja nur noch Scheiß, also und früher war noch Melodie drin, klar, es gibt auch noch manche jetzt Hits vielleicht, wo Melodie haben, aber das meiste, weißt du, so Sprechgesang und ja, manches gibt es da schon noch cool. Aber wie, deswegen, ich habe schon Jahre, Jahrzehnte kein Radio mehr, sicher schon 30 Jahre, länger. Und Fernseher auch, das Fernsehen 30 Jahre nicht mehr. Und weil Radio, das hat mich angeschissen, weil, und wo es dann, ich hatte noch in den ersten Autos, das gab es nur Radio mit Kassette. Und dann habe ich das so gefeiert, wo ich im Mediamarkt einer gefunden habe, wo nur Kassette ist. Weißt du, dass das scheiß Radio rausliegt. Und nachher kam ja dann CD, da hast du dann, ja, die haben halt dann immer noch Radio Kids und so. Und da ist manchmal aus Witz auch so Schlager, deswegen kenne ich auch manche so Schlager. Weißt du, so mehr, wenn, dann machst du sowas rein, da kannst du wenigstens über den Text lachen oder wie, ist ja auch eine Verhöhnung oft oder nicht. Ja, aber es ist wenigstens noch witzig, weißt du. Und dann habe ich immer, ist doch viel geiler, also auch CDs, dann habe ich welche ganze CD und guck mal, wie viele geile Bands, weißt du, jetzt Foreigner oder so, oder Marillion, also jetzt schon wegen Mainstream mehr Bands. Da wird dann immer nur Kaylee das ist ein Falscher. Guck, ich sehe es schon von oben, wenn man es besser kennt, der könnte jetzt viele denken, aber da sehe ich einen Falschen. Und Tupac Hero ist ein Meilenstein. Ich feiere Hits, die geil sind, die dann oft kommen. Der, nach wie vor, Tupac Hero ist der Hammer. Aber Foreigner hat so viel mehr geile Songs. Und die kommen halt nicht, es wird immer nur die Single-Auskopplung. Und es hat natürlich Aussystem. Immer Wiederholung, Wiederholung. Und von Toto, so geil, Africa, Hammer-Song. Aber dann spielt, oder Marillion Kaylee, Hammer. Aber dann immer nur die. Und das sind jetzt die Ausnahmestücke, wo man sagt, oh geil, da freust du dich so dann. Auch wenn tausendmal gehört hast, aber oft kommt halt so Schrott dann noch tausendmal. Naja, also, ich glaube, jetzt muss man wieder, ja, 10 Minuten, oh je, ja. Ich glaube, das gibt das längste Video aller Zeiten von mir. Und das wäre mal cool, das, wenn ich schnelleres Internet oder Ding hätte, das wäre mal cool, so, weißt du, so wie Herr der Ringe, also so 5 Stunden dann, oder der geht ja, glaube ich, noch länger, ich glaube, einer geht ja da lang. Der wurde mir immer wieder empfohlen, ich hab den aber, ich muss ihn vielleicht echt mal gucken. Auf dem Murph, grüß dich Murph. Oh, nee. Grüß dich Murph. Der hat mir auch empfohlen, dringend, weil da auch so viel Wahrheit drin steckt und so. Und ich habe halt schon angefangen gehabt und irgendwann wurde er mir zu grausam. Und dann habe ich halt abgestellt. Weißt? Ja. Also, guck, falsche. Mhm. Jetzt vorbei. Ich habe schon wieder über eine Stunde weg von der neuen Speicherkarte. Unglaublich. Weil ich jetzt eh zurück will, da kann auch die Wildtier und ich sehe da oben was Gelbes. Kann ich halt auch da steep hoch. Falsche, oder? Sicher. Ja. Aber ich will jetzt eh zurück, deswegen. Das ist die Hauptintention. Falsche. Ja, und das ist halt die, weil jetzt schon so viel Falsche sind. Für Nichtkenner ist das, aber wie gesagt, die Merkmale sind eindeutig. Wenn du neu bist, musst du halt zweimal wieder ein Falsche, das meistens siehst du schon von weitem. Aber schön, guck mal, wieder so ein kleines süßer Pfad. Guck, dann machen wir nur dort, wo es mich nicht so anlacht und gang dann den Weg, wo es mich anlacht. Da vorne bin ich, glaube ich, da vorher herab. Also,
gleich zum Lager und dann kommt die Überraschung. Ich habe nämlich umdisponiert. Wenn man jetzt so als Wanderer laufen wird. Guck mal, erst noch. Okay, das Bike fällt klar wegen auf, aber nicht einmal so. Guck mal. Durch den Baum, jetzt halt Glück, durch den Baum. Okay, spätestens jetzt sieht man es, aber ja, mir gefällt's. Ja, ich habe insofern umdisponiert. Mir ist, eine Flasche ist schon wieder leer. Und ich habe ja gesagt, mir war vorher bei der Quelle da. Und hier wäre irgendwo noch eine. Ich glaube noch gleich wegen Witter und dann runter zu es. Und dann gucken wir die, weil jetzt eine Flasche, guck mal, die ist fast leer, die ist noch voll. Eine Flasche. Ja, wird lange, aber dann hätte ich morgen, weißt du, und ich habe gern am Morgen früh, dann ist auch geil, Ding. Und jetzt ist ja noch wegen hell, also mir gehen jetzt noch, ich suche jetzt noch die Quelle und dann schalte ich euch dazu, sonst sprengt es den Rahmen. Wie so oft. Guck, so schön von hier. Jetzt ist es auch so gespannt. Ich glaube, das war, ist Silnylon, war es, glaube ich. Oder so doppelt. Weil ich habe das, glaube ich, nachgespannt, aber jetzt ist nicht, trotz dass es trocken ist, jetzt nicht irgendwie zu stark auf Spannung, weil Silnylon ist ja dann, wenn es nass wird, sollte ich immer wegen nachspannen, dann dehnt sich das leicht, ja. Aber du, ich bin so zufrieden, Schmidt, mit jetzt einer meiner Lieblingstabs. Ja, freut mich. Ja, und es ist so ganz mini, so rum sieht man es vielleicht, mini Ripstop. So ganz feine, ist geil. Und das ist, guck mal, jetzt mal von der Seite, habe ich glaube noch gar nicht gefilmt. Super geil vernäht. Ja, so wenig, aber es ist besser vernäht wie das Bushman. Also dem traue ich viel mehr, weil das Bushman hat in der Mitte nur dann quasi hier festgemacht. Hier. Hier mit so Doppelnaht. Und ohne Verstärkung, weißt du? Und das hier macht somit einen wertigeren Eindruck. Geil. Das habe ich, weil ich weg war, bewusst weg dem süßen. Das ist eine Tanne, süße kleine Tanne. Ja, weil ich die, hätte zum Glück nicht gemacht, aber jetzt erholt, jetzt gibt es die Nacht noch und dann tue ich es auch wieder schön aufrichten morgen, dann wächst sie schön weiter. Aber man muss sie ja nicht überbeanspruchen, gell? Deswegen habe ich das Kiste wegen so wegen geschützt, ich habe alles wegen rein, falls es nochmal geschifft hätte, wo ich weg bin. Also, there we go. Von Göttern gegeben umsonst, wieder so Prachtnäschle. Ah, wie so ein Prachtstück. Guck mal, das ist jetzt runtergeflogen, schon länger und so mit Moos verwachsen. Von Göttern gegeben umsonst. Säubling. Sind auch einige essbar. But I no care, cause I no eat, cause I no like. Oh, guck mal, das muss ein. Das ist ein riesen alter Baumstumpf. Guck mal, hier sieht. Oh, da machen wir gerade mal nach. Das war ein Prachtkerl, guck mal. Ja, hier ist schon so feucht, also wir sind eh richtig mit der Quelle. Also so die Richtung stimmt schon, also jetzt, ja, vielleicht auch noch gleich wegen Vittadori. Und oft sind ja da so mehrere Quellzweige. Oh, guck mal was. Oh. Ja, das war ein Pracht. Guck mal, das ist jetzt noch ein Prachtkerl. Oh. Ja. Guck mal, und wie der noch Kraft hat, trotz dass er nicht mehr lebt und hier die Buche voll seitlich wachsen lässt. Ja. Ja. Ja, und das ist halt, so summiert sich's. Ich schalte einfach an. Weißt du, normal könntest du denken, die Frequenz kannst du jetzt usilau. Aber ich finde die jetzt schon geil, weil es ganz andere Ding ist. Hier schon wieder wie, also hier tiefer ist sicher Wasser. Und jetzt nochmal so Prachtkerl, guck mal.
Oh, das war ein richtig. Guck mal, das war. Oh, der ist ja nochmal so fett wie der gerade. Jetzt muss ich gleich mal einen Größenvergleich. Weißt du, und dann denkst du, es sind jetzt wieder 2 Minuten, aber ich lasse dann so. Guck mal, was das denn? Nur, dass man so wenig sieht als mich. Dann könnte ich. Ah ja, auf jeden Fall bräuchte man schon zwei Minimum. Wird nicht ganz lange zum Umarmen. Ja. Also guck mal. Oh. Oh ja. Es ist so schade, dass immer weniger alte Bäume. Und ist. Oh, hier ist noch ein schöner. Guck mal, wo steht. Das liebe ich auch an manche. Viele Wälder hier sind ja auch privat, weißt du? Und die lassen so Dinger stau, guck mal. Oh. Guck mal, das ist eine Wohltat. Also das ist jetzt fast der gleiche Kavenzmann, wo noch steht. Guck mal, Tanne. Oh. Was? Umarm. Oh, der Mann. Da lehne ich jetzt auch ein. Oh, guck mal. Guck mal, hier so habe ich den Blick. Oh. An den lehne ich mich jetzt ein wenig und mache Pause. Und dann holen wir Wasser. Guck, ich musste schon, jetzt ist das der, ich habe alle Akkus mitgenommen, 6 Stück. Das ist der vorletzte. So, klar, weil meistens ist noch ein wenig was drauf, aber. Ja, ich wollte euch nur kurz dazu, oder? Weil es so geil ist. Und die Chakren gehen ja eigentlich von hinten nach vorne. Das heißt, du kriegst, umarme ist geil, der Baum. Dann gibst du auch mehr, auch im Baum. Und so heißt es zumindest, weißt du, deswegen alles hinterfrage. Aber so irgendwie macht das schon Sinn. Weil das tut so gut, auch wenn man auch sitzt und auch den Baum lernt, weißt du. Und dann aufrecht, ich habe ein wenig einen Rundrücken, weißt du. Und dann ist das auch wegen, Rücken begradigen, das tut so gut. Man sollte ja dann auch manchmal, weißt du, an so senkrechte Wand, ja. Und dann halt auch den Kopf und dann merkst du, wie ich zumindest eher so wegen, ja. Sei klein auf, weil ich war da schon in so Gymnastik, weil ich hatte als Kind so mehr gefühlt so die Welt auf der Schulter. Weil das alles so grausam war oder so. Irgendwie habe ich ja irgendwie so eine Last gehabt. Und das heißt ja dann oft. Und diese Last, weißt du, weil das System, ich habe das als Kind schon irgendwie, ja, das war das für mich, ja, irgendwie krank. Das war mehr so gefühlt, das konnte ich ja nicht äußern. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin hier falsch und nicht auf einem anderen Planet, von einem anderen Planet oder so, sondern irgendwas ist hier falsch. Ja. Wie gefangen, ich weiß nicht. Und deswegen, wenn einer einem den Rücken stärkt oder wenn man das tut, auch den Mädels, auch den Männern tut es gut, aber den Mädels, wenn du sind von hinten, umarmet mal eure Freundin von hinten länger. Und dann gibst du ihr die Kraft, weißt du? Und das stärkt ihre Rücken und es tut ihr super gut. Und auch umgekehrt, aber meistens ja, ist es halt der Mann, wo dann der Rücken stärkt. Also, das nur für das. Ich lehne da jetzt noch eine Weile und dann, wie gesagt. Da unten. Dort von dem Baum runter, da wo man so grün sieht. Und danach war aber irgendwie nichts, aber es war auf dem Weg noch voll feucht. Weißt? Jetzt hier ist auch sehr feucht und es sieht auch so quellig aus. Tiefer aber wieder nicht, aber ich gehe jetzt trotzdem noch ein wenig ab. Es wird sich sammeln. Also. Guck mal, man hört es. Richtig feucht, aber ja, es ist. Da entspringt wegen was, aber gerade zumindest zu wenig. Gehen wir mal rab. Weißt du, und meistens hat es dann auch für selbst barfuß, weißt du, so, wo einigermaßen, wo jetzt, guck mal, hier ist sogar fast neckermännisch. Wo du. So, guck, das ist jetzt so ein Wildpfad. So. Dann wäre jetzt hier, ja, da geht man eigentlich auch mit. Aber. Es macht mir auch nichts. Hier würde ich locker barfuß ab. Ohne, wenn es pressiert, wenn nichts anders ging. Aber ich suche mal. Ja, oh, guck mal. Ich suche mir. Ne. Doch, Maronenröhrling, schön.
Ganz schön. Ja, geringster Widerstand und hier schöner zum Laufen. Also, man muss ja nichts verzwingen. Und hier merkst du, ja, das ist so wie, ist wie so, wie so, so Quelltal, ja. Aber, ja, hier ist zumindest noch nichts. Da wird es wieder grün, aber da läuft kein Bach. Vielleicht da unten erst. Mal gucken. Kam von da und habe noch gesagt, vielleicht da unten und da war auch grün. Jetzt habe ich aber irgendwie so gesehen, da geht es nochmal so. Von weitem habe ich so gedacht, ah, das kennt doch der Dorik auch. Und es ist es. Da hört man, guck, da unten siehst du sogar. Ha ja, also. Wer sucht, der findet. Ich tue wieder beim Wasser zapfen. Anschalten. Diesmal muss ich gar nicht so tief hier. Da hört man schon ein wenig. Weißt du, das ist wieder das. Klar. Weißt du, wir sind Teil der Natur, deswegen die regeneriert sich, das ist viel. Und oh ja, guck mal, hier ist ganz schön matschig. Die. Oh. Es ist gut, dass der Ast war. Jetzt hat es mich gerade da in der Matsch gesetzt. Die. Ja, barfuß ist man noch, ich glaube, um einiges, man vorsichtig oder man zerstört noch weniger, weißt du? Aber das vergesse ich immer wieder viel, weil wir, solange wir natürlich sind, sind wir Teil der Natur, weißt du? Wird immer so die Natur und auch das, weißt du, versus Wild, Seven versus Wild, oder halt, das war ja vor Alone oder wie der, oder das Fritz hat das, glaube ich, gesagt, dass nie versus Wild oder so, weißt du, so gegen, wir sind ja Teil und das ist ja auch schon cool vom. Jetzt vom Titel oder so, dass man, aber im Prinzip musst du ja mit, gerade wenn du jetzt da Kanada, wenn die schon 2 Wochen, du musst mit der Natur, gegen Natur, ja, verlierst. Wenn du dich dagegen, also sei wie das Wasser, weißt du, so, guck mal, wie schön, da zapf ich. Komm, und das gefällt mir echt an im Rucksack, du hast sofort die Tasche, die Flasche griffbereit und du kannst ja auch wieder wegstecken, ganz easy, ohne jetzt da lang immer fummeln, weißt du? Mach mal, verrenkst dich ja, weißt du, so, voll easy, voll geil. Und ich tue sie ja nicht sicherer, wenn ich so den Rucksack träge, kalt die mir ja nicht ab, weißt du? Da muss ich ja nicht sichern. So, jetzt kommt, mal sehen, ob ich einen Unterschied merke, jetzt zum Vorher, die Quelle. Und da trinke ich natürlich wieder massig. Guck mal, aber schön, wie das hier rinnt, auch hier, da durch, guck mal hier. So klar, so fast, man wird fast, ich würde sagen, fast zu rein, oder? Nein, zu rein gibt es nicht, aber so. Manche Wasser haben auch wegen so einen Geschmack und es ist so neutral, aber erfrischend, wa? Ich mache immer so durch die Nase, dann schmeckt. Hey, wer ist der Bürgermeister von Wesel? Was, Flasche auch nicht. Also so, das ist halt so Wasser, wo du jetzt runterziehen willst, ja, wie Bier. Wenn es ein gutes Bier ist und man Durst hat auf Bier. Machen wir auf dem Open Air. Da ist ja dann kein, da willst du kein Bier mehr sehen. Da willst du kein Bier mehr sehen. Also, see you, es ist das, jetzt filme ich glaube wieder am Lager. Ich glaube, und wenn ich was Schönes, ihr kennt mich. Guck, und ein alter Trick, das ist jetzt nicht ganz voll, weil es vom Winkel, ich habe, weißt du, so, kriegst du nah. Warte.
Mhm. And so on, siehst du, das mache ich jetzt noch voll und dann... Ja, ich bin froh, weißt du, da bist du um jede... Ich habe jetzt auch gut getrunken. Und dann habe ich morgen das... Ich habe, glaube ich, nichts mehr zum Frühstück. Ah doch, ich hätte noch... Die Herdäpfel, das ist vielleicht nachher noch ein Herdäpfel und Ding. Aber da muss ich morgen mich nicht null um Wasser kümmern, sondern kann dann wenn ich dann rumfahre, gehe ich noch ein wenig in Heidelbeere, deswegen Heidelbeere, weißt du, dann habe ich Frühstück fertig. Also, geil. Und ich gehe dann auch nicht so zurück, zumal, wenn ich dann gucke, weißt du, ich muss ja eigentlich wieder hoch, ist ja egal, wo ich komme so. Hier ist es Einlander, klar, da habe ich jetzt eh schon, aber das ist Einlander und dann macht mir auch Spaß, warte, ich tue immer noch das Füße. Es macht mir dann auch Spaß, weil es neu ist, weißt du, so, dann, weil jetzt sehe ich vielleicht was, wo ich, ja, sicherlich sehe ich was, wo ich nicht gesehen habe, aber was Schönes, was, oder wo ich denke, oh, gut, dass ich so rum bin, weißt du, so. Jetzt nur als Beispiel, muss ja nicht. Aber, ja, hier ist es jetzt angenehmer. Weil da war auch so matschig, aber ging ja auch gut, aber das ist geil. Das geht ein Video. Schau mal, wie viel. Wenn ich die Karten noch voll mache, dann sind es 6 Stunden. Also echt, Herr der Ringe. Weil dann würde ich. Ein Dreiteiler wird ein Film 2 Stunden gehen. Geil. Oh ja, ja. Vielleicht, aber es wäre auch blöd. Habe jetzt gerade gedacht, mach 2 Teile und dann kommt der Rest im Winter, weißt du, weil. Ja, ich weiß nicht, vielleicht zwischendrin. Nein, nochmal. Ja, will ich komme zwischendrin dann mal wegen Abwechslung. Okay. Also, I go there now. Ja, habe ich erst gedacht, da war ein Bomb. Wenn es nur das ist, wieder so anders und wieder einmal. Der Tod lebt. Das sieht fast wegen so gruselig aus, gell? Aber ja, geil. Ah, ja, ganz schön steep. Jetzt geht's wieder, gerade. Gut. Ja, guck, den jetzt gerade umgewichst. Krass. Ja. Siehst, das wäre jetzt eine Sequenz, die es irgendwie nicht bräuchte. Aber weißt, wenn ich es dann angucke, denke ich, ja, irgendwie ist es auch cool, auch krass, was da für Kräfte wirken, weißt. Ah, der war ihnen auch schon wegen. Oder kam das jetzt nach? Aber das scheint so, dass der ihnen eh schon wegen. Der wird schon 2 Jahre da liegen, aber das. Weißt du, oft durch die. Egal was ich auch sprühe und Zeug, haben die oft auch Pilze, weißt du, wo dann vor ihnen, dass die Bäume vor ihnen. Ja, zugrunde gehen, weißt du. Vieles ist ja gemacht, ja, und dann. Wenn dann nur so Orkan gemacht wird, weißt, dann ja, haltet die dem nicht mehr stand. Ja, ja, krass. Guck, auch geil, das hätte ich jetzt nicht als Weg gedeutet. Irgendwie so. Das ist. Aber klar, jetzt, wo ich hab's jetzt halt erst, guck mal hier, hat so, wenn sie so nah. Ja, mit dem Schuhlader haben die da sicher, will ich das auch so zugemacht, aber guck, hier wieder ein Weg. Da wieder so ein fetter Stumpf, guck mal, was. Boah. Alter, ich glaube, der war vor, der Wald, jetzt sagen wir mal vor 20 oder 10, 20 Jahren, war der sicher nochmal so geil. Ja. Und für 30 vielleicht noch geiler. Who knows?
I don't know. I've never been here before. So, und jetzt haben wir halt noch was Neues. Ganz da vorne sind wir gerade so ein wenig um den Kopf. Da sind wir ja runter. Und jetzt sind wir wieder so rausgekommen. Und jetzt noch, hier ist auch ein Land, weißt du? Und das, ich wollte ja das noch ein wenig mehr erkunden. Vorher habe ich gedacht, die Richtung. Aber siehst du, so geht alles auf im Leben. Und jetzt laufen wir schön noch so. Und dann wieder alles vor zum Lager. Geil. Gucken hier ja alles Hang. Und wie machen wir? Klar, das war von früher vielleicht auch so Ebene gemacht. Aber wie geschützt hinterm Baum hier, Topf eben. Hier wäre auch geil pennen. Schöner Lagerplatz. Und jetzt mit der Abendsonne sowieso. Wenn die noch auf mein neues geiles Tab strahlen wird. Mensch, was das für geile Farbe wäre. Wie schön die Kleine beim Auge. Und wie stark der schon ist. Hast du schon dann durchkämpft? Da ist wegen so Lichtung, da sind ein paar Kleine. Und wer schafft es für den, oder? Ja? Also wenn kann. Ja, oft ist ja dann, jetzt hier ist es wohl nicht, aber so Stangenschlag, wenn der nicht wäre, dann ja, dann wäre es vielleicht auch zu dicht. Oder die einer stirbt halt dann. Der, wo dann früh hochkommt, der nimmt dem anderen dann Zunge und dann, ja. Weil guck, der ist schon. Ah ja, der ist schon zu Runde gegangen. Ja, aber so ist die Natur, der war halt noch jung, aber gleich wegen Freude hätte er vielleicht auch gehabt, gell? Du. Hm. Ja. Und hier geil ist. Das Moosig hier. Oh. Beautiful oder Flechte, sagt man bei dem, gell? Moosflechte. Ah ja, genau so. Ist jetzt immer, ich glaube, auf dem Weg, wo ich eh erkunden wollte. Guck mal, was das für eine Majestät war. Da, hä? Ach, guck mal, so ein, als ob es auch drei, als ob es so ein, ja, ja, guck, es war so ein Drilling. Oder vier dann, ja, oder, hä? Ja, ja. Scheint so, wobei, guck, nice Gott, es geht alles hier mit rein. Also der ist schon mal kein extra. Da auch nicht. Nee, auch nicht. Das ist einer, wo so, sich so verdient hat. Guck mal her. Ja. Ja, und so schade ist, guck mal, was. Wenn jetzt hier Lager baut, was hier für schönes. Habe ich auch bei mir im Lager. Irgend so ein. Was für ein schöner Klotz. Ja. Ja, ja. Oh, das muss ja ein Prachtkerl sein. Weißt du, guck mal, das ist doch einzigartig so. Guck mal, das. Mini Triskele. Ja, den Weg laufe ich jetzt aber nicht. Das ist ja nicht so einladend. Ich laufe lieber hier. Ja, nochmal gleich hier. Oh, guter Lagerplatz. Schöne Fahrt. Ja, mach mal, zieht es mich dann, da laufe ich im Pfad, aber es zieht mich dann eher da hoch wie den Pfad entlang. Licht weg dem Prachtkerl wieder, oder? Guck mal, das sind ja Luther. Ich glaube, das Wort des Videos oder Ding sind, heißt Prachtkerle. Guck mal an, Prachtkerle. Ja, und guck mal, wie viel da. Ja, oh. Hm. Die sind jetzt nicht gar so fett, aber guck mal, halt auf. Wunderbar, wundervoll, wunderschön. Und das, ja, hier noch das, der Asch noch, weißt du, Fliebe ist geil, geil, geil. Ja, ja. So. Ich will morgen, glaube ich, gar nicht mehr lang filmen. Das ist ja, ich habe jetzt noch eine Stunde, glaube ich, so. Ich glaube, jetzt gibt es noch das Nachtessen. Avocado und Ding, das filme ich vielleicht noch kurz, kurzes Mal, kurzer Monolog. Und wo geht der Weg?
Ja, und dann morgen wieder, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, dann filme ich nicht mehr. Weil ich hab noch gedacht, dass ich da einen Cut mache, weißt du? Aber es war auch noch, weil es war ja nur noch so kurze Sequenzen, wo zum Schluss noch das Fahrrad halt der Tarn. Guck, der ladet mich mehr wieder unten, den laufe ich jetzt gerade weg. Wo ich das Tarnnetz noch vom Fahrrad weg habe, so, weißt du? Also, aber machen wir, ist auch gut, wenn man jetzt eigentlich sagt, okay, das, weißt du, so, dass man dann nur noch für sich ist. Aber ja, wenn man es eh schon hätte und jetzt habe ich ja noch Speicher und Akku, somit gibt es dann sicher noch die eine oder andere, aber wenig, weil ich will dann, muss noch einige Kilometer haben und Höhenmeter auch und naja, somit. Geil. Guck mal, die Eichhörn liegt geil abnackt. Guck mal, wie süß. Vier an der Zahl. Hat sie Hunger gehabt, geil. Eichhörnle, ja, ich feiere Eichhörnle, finde ich so geile Tiere. Die sind so süß, neugierig, wunderfitzig und ja, das, ich liebe die. Aber wenn ich immer, weil ich Fahrrad fahre, ich finde ja oft, weißt du, Tiere auf der Straße und ich tue sie halt dann immer weg. Manchmal halt Eichhörnle, Hase oder einmal, das habe ich ja dann gefilmt, auch mit dem Dachs und so. Ich habe sogar schon Reh, das war halt. Das war im Winter, das war im Schnee dann gesteckt, so voll verdreht. Und dann habe ich es gerade so unter den Baum halt, weißt du, dass es Friede findet. Das war, weißt du. Und ja, es tut, wenn du dann die berührst, es ist ja tot, aber wenn du dann berührst, was für zarte, oder das Fell, weißt du, was für zarte Wesen das sind, weißt du, und das tut einem dann so leid, wenn. Ja. Und dann will ich es halt nicht, das ist von der Straße weg oder so, ja. Einmal habe ich ja auch einen Dachs, den habe ich, der war schwer und so, habe ich gedacht, nee, den decke ich nur ab so, der war an der Straße. Und dann findet ihn der Förster und ich weiß ja nicht, was die damit machen, sicher so wie ein Hund, dann wird das irgendwo im Schlachthof als Müll oder ich habe keine Ahnung. Oh geil, siehst du, da könnte ich morgen frühstücken. Oh geil, vegan. Also, die schmecke vom Feinsten. Also, das ist so Erfüllung. Guck mal, wie schön, alle vegan. Oder ist da ein kleiner Wurm? Ne? Ja, dann tue ich die meistens halt an Wegrand oder halt. Sehr oft, ich fahre ja meistens im Wald so, Straße, dann tue ich sie wegen so in den Wald rein oder wegen an Weg, wo halt, ja, und dann decke ich sie wegen zu, weißt du, so ein, ich tue sie quasi immer so ganz einfach bestatten, aber so wegen, dass sie in Würde, ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ah, guck, was ist das? Aber ich kann es nicht. Ich hab's nicht. Ich konnte es nicht filmen und. Also, ich schalte euch ab. Da sind nämlich jetzt noch weit. Oh, na gut. Guck, nur mal zum Test. Nicht vegan, wenn man die Made und den Wurm sieht. Weißt du, die Sanane quasi. Lecker Witter essen. Denn Essen nicht vergessen. Wie gesagt, ich esse jetzt da noch ein wenig. Guck mal, wie viel.